Und jetzt 22. Stockwerk. Bist du schon da? Vor ungefähr einem halben Jahr haben wir schon mal das Aufzugritual in Korea gemacht. Boah, ich habe wirklich gerade ein bisschen Herzklopfen, minimal. Und ich habe euch damals schon gesagt, dass ich das nochmal ausprobieren will, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Hier gibt es kein viertes Stockwerk, wie ist das möglich? Und auch so habe ich es nicht ganz gefühlt. Ich konnte das nicht in meinem Hotel machen, musste rausgehen, nach einem Hotel suchen mit Aufzug und alles. Dumme Idee, Leute. Deswegen, Freunde, ich bin gerade in Deutschland. Ich bin in einem Hotel mit 22 Stockwerken. Also wir werden das auf jeden Fall diesmal hoffentlich reibungslos hinbekommen. Es ist jetzt genau 23.44 Uhr, also gleich Mitternacht. Und ich hoffe, dass nichts los ist. Ich hoffe, dass wir diesmal ungestört sind. Weil, wie gesagt, letztes Mal war es ein bisschen komisch, weil da eine Frau reinkam und so weiter. Aber, Freunde, noch eine Sache. Oftmals ist es bei Ritualen so, dass es verschiedene Versionen gibt. Und auch beim Aufzugritual gibt es ein anderes Ende. Und zwar, ich glaube, im Original, oder was heißt im Original, oder diese gängige Version, endet das Ganze im 5. Stock. Aber in der Version, die wir gleich ausprobieren, endet das Ganze im letzten Stockwerk. Bei uns also im 22. Okay, Freunde, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Nicht jeder weiß, wie das Ganze funktioniert, was das genau ist, das Aufzugritual. Ich erkläre es euch nochmal. Das Aufzugritual kommt aus Korea und war so eine Art Mutprobe unter Jugendlichen. Aber es wird trotzdem sehr davon abgeraten, es auszuprobieren. Das Ganze fängt im 1. Stock an, dann fährt man in den 4., als nächstes in den 2. und von dort aus in den 6. Anschließend fährt man erneut in den 2. Stockwerk und dann ist der nächste halt das 10. Stockwerk. Nun fährt man in den 5. Stock und wenn man alles richtig gemacht hat, wird eine Frau einsteigen, die aussieht wie ein Mensch, aber kein Mensch sein soll. Und man soll nicht mit ihr reden, weil sie euch sonst für immer mit sich mitnimmt. Ist okay. Was vielleicht für den einen oder anderen von euch gar nicht schlimm ist. In dieser Version fahren wir aber in das letzte Stockwerk anschließend. Das heißt, wenn sie im 5. nicht kommt, fahren wir noch in das letzte Stockwerk und gucken, ob sie dann einsteigt. Ich höre, dass da Leute immer noch rumlaufen. Und es ist wie spät. Wir haben kurz vor 12. Die laufen immer noch rum. Sollen wir noch ein bisschen warten oder los? Und ich hab Schiss. Bisschen. Weil ich bin Leute. Ich hab Durst. Freunde, bevor wir loslegen, tut mir jetzt mal einen Gefallen, weil ich riskiere meinen Popo für euch. Like mal kurz das Video. Nehmt euer Handy, was gerade so horizontal ist, und dreht es einmal. Und dann slappt einmal den Like-Button. Bitte. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Okay, Freunde, es ist jetzt nach Mitternacht. Das Ding ist, das Hotel an sich ist schon echt gruselig. Okay, Backrooms, Level Hotel. Freunde, ein bisschen Schiss habe ich schon. Dieser Typ, der wieder hier Videos macht. Ich sehe schon bestimmt irgendwo eine Sicherheitskamera. Die denken sich auch, was macht dieser türkisene Pisser hier? Okay. Freunde, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe, als ich angekommen bin hier im Hotel, im selben Stockwerk sogar eine Zuschauerin getroffen. Okay, Freunde, wir sind im 12. Stockwerk und müssen jetzt ins 1. Ich hoffe, wir sind ungestört. 1. Okay, jetzt müssen wir ins 4. Jedes Mal, vor allem diese ganzen Spiegel hier. Oh, wir sind schon im 4. Okay, jetzt 2. Anschließend 6. Oh Gott, Leute. Leute, was mache ich eigentlich? Lasst uns zusammen singen, Freunde. Was tue ich für 3 Klicks? Okay, und jetzt ins 2.
Ich bin froh, dass wir echt ungestört sind. Habt ihr Angst, wenn ihr so im Aufzug irgendwie, wenn ihr mal hängen bleiben würde? Seid ihr so Klaustrophobie? Wie ist es bei euch? Bei mir glaube ich schon. Okay, und jetzt von 2 in 10. Und wie geht's uns? Ich war Miko. Oh Gott, 10. Stock, wieso ist das so schnell? Okay, Freunde, und jetzt 5. Stock. Und jetzt müsste normalerweise in dieser ersten Version die Frau einsteigen. Aber wir testen. Wir sind schon da. Okay. Okay, und jetzt 22. Stockwerk. Hier raus. Okay. Das hat nicht funktioniert, Leute. Glaube ich. Oder habt ihr irgendwas gesehen? Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Okay, Freunde, ich mache erstmal einen Spaziergang. Auch wenn ihr nicht an sowas glaubt, auch wenn ihr denkt, ja, sowas Bullshit oder so, probiert es trotzdem nicht aus. Man weiß nicht, was passiert. Es kann doch sein, dass irgendein Psycho einsteigt. So wie ich. Falls euch vielleicht irgendwas aufgefallen ist, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, war es das für heute. Wenn euch das Format gefällt, wenn ich mehr Rituale machen soll, dann, Freunde, nicht vergessen zu abonnieren. Und, Freunde, falls noch nicht gemacht, schaut euch unbedingt dieses Video hier an. Ich weiß, ein Unterhaltungsvideo, aber, Freunde, da steckt so viel Liebe und Arbeit drin, deswegen zieht es euch unbedingt rein. Das war's für heute. Passt auf euch auf. Bis dann.